Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge, und zwar schon Folge 49 der 100 Baby Challenge. Ich hoffe einfach, dass diese Folge das Baby kommt von Jess, damit wir in der nächsten Folge auch wirklich sie dann umstylen ist, in der 50. Folge sie umstylen können. Oh, oh. Aber jetzt sind wir erstmal hier mit Jason an der Reihe. Und ich muss ja wirklich sagen, Jason, das steht ja überhaupt nicht. Diese Haare, ne? Nee. Warum? Das ist dann eher noch so schmierig, weißt du? Weil sonst schaust du ja eigentlich gar nicht so verkehrt aus. Und die Augenbrauen, die sind ja natürlich auch jetzt nicht so, ne? Einfach nicht mein Fall. Dann eher so. Ja, so ist okay. Du hast ein ziemlich männliches Gesicht, finde ich echt gut. Du hast schöne Augen, blaue Augen. Möchtest du einen leichten Bart? Du bist ja noch ein Teenager, aber so, naja, ja. Es hat schon was Männliches, ne? Oder sowas, schaut schon gepflegter aus. Schaut schon hübsch aus. Wir hatten ja auch noch niemanden mit Bart, das muss man auch dazu sagen. Ich lasse es jetzt einfach mal und sagt mir mal, was ihr davon haltet. Ich finde es eigentlich ganz cool, ist mal was anderes. So, dieses Urteil, ja, könnte wirklich zu so einem Künstler passen, ne? So, finde ich jetzt. Oh nee, das ist zu krass. Die Sonne in der Farbe. Ja. Und dann noch ein paar coole Hosen. So richtig befleckte Hosen. Haben wir hier sowas? Ich dachte eigentlich schon. Ich weiß nur nicht mehr, welche das waren. Schauen wir mal unter Jeans. Oh mein Gott. Die gibt es in Gelb. No, Hippie. Nein. Oh Gott. Nein. Gibt es nicht hier welche, die so... Ja, so Löcher, so richtige Farbflecken wären doch cool. Ja. Ja, sowas suche ich. Genau sowas. Suche ich doch. Oder ein Dunkel. Nee, das ist mir zu dunkel. Jesus, das ist richtig cool, oder? Super cool. Huch, auch die passenden Schuhe bitte. Was? Hölle. Was sind das für Schuhe? Nein, das passt nicht dazu. Turnschuhe auch nicht. Ups. Und schon eher sowas hier, ne? Da? Ja, ne? So ein Grün. Voll die Chiller-Latschen. Voll die Chiller-Latschen. Ah, die könnten aber auch dazu passen. Ach, ist das wieder schwierig. Nee, da bleibe ich bei denen. Ich finde die eigentlich ganz schön. Ja, doch, komm. Du hast auch so ein Hinterteil wie dein Vater. Nicht ganz so, aber dort wird schon, wenn du älter wirst. Ach ja, Schmuck. Bisschen so ein Armband, ne? Darf nicht fehlen. Wie schaut das aus? Passt gut dazu. Das? Nee, ne? Das ist zu viel? Und sowas? So. Nee. Gott, ich will mich doch jetzt nicht so lange hier aufhalten, ne? Da. Oh, Socken dürfen natürlich nicht fehlen. Kriegst du richtig weiße? Ja, doch. Finde ich gut. Passt zu dir. Ring kriegst du nicht. Haben wir vielleicht noch eine coole Kette? Ja, sowas. Sowas hier. Doch, sowas. Aber in braun. Ja.
Ja. Okay. Ohrringe. Boah, die sind schon hübsch. Auch in so einem Braun. Ja, was sagt ihr dazu? Ich finde das cool. Das hat echt was. So, die nächsten Outfits sind jetzt... Oh mein Gott. Was ist bei dir denn falsch gelaufen, bitte? Was? Ich meine, man braucht schon irgendwas Außergewöhnliches. Du bist ein Künstler, aber... ja, dann halt eher sowas aus... Oh Gott. Du bist eher so der Braun-Typ, oder? Ja, das ist cool. Und hat so Hochwasserhosen dazu. Nein. Ja, sowas hier. Dunkler? Hm. Oder so? Nee. Schon eher so. So, so. Was sind das für Schuhe? Was ist mit dir falsch? Ja, die passen doch perfekt dazu. Okay, den Ring kann man eigentlich lassen, aber die Ohrringe gehen gar nicht, ne? Also dann nehme ich lieber wieder meine... einen anderen... Warte mal, Abendkleidung. Dann müssten sie hier mit dabei sein. Genau. Also da nehme ich trotzdem lieber die Braun. Die sind viel schöner. Ja, komm. Okay. Sport. Ja, Gott, das kann man lassen. Bitte was? Wie du ausschaust. Mal gerade stehen. Gott. Zieh dir bitte wieder was an. Okay. Ja. Bist eher der Braun-Typ. So, fertig. Ausge... Kleidung. Mach mich fertig. Mach mich fertig. Ich glaube, sowas passt schon zum Künstler, oder? Mein Opa bist du noch nicht. Nee. Ist schon sowas hier? Haben wir das so einen schönen Braunton? Rot oder so? Da passt sogar die Hose etwas dazu. Gibt es hier auch eine andere Farbe? Da. Wir hätten es noch knallrot, dann eher in einem dunklen Ton. Ja. Alter, der Hintern. Du hast einen Hintern. Ja, so. Komm, scheiß drauf jetzt. Scheiß drauf. Ja, das schaut eigentlich ganz cool aus, bis auf diese eine Ring hier. Oder? Ja, nee, der gefällt mir jetzt nicht so. Den anderen können wir lassen. Gucken wir mal. Ja, der da, der ist komisch. Den mal weg. So. Oh, Jason, wir haben dich geschafft. Habe auch nur 8 Minuten gebraucht. Weiter geht's. Aber ich werde mir morgen bei Chase wirklich Zeit lassen. Ne? Kann sein, dass es die ganze 50. Folge dauert. Ich will es nur mal gesagt haben. Ne? Junger Mann. Kannst du das jetzt mal bitte umziehen? Das habe ich dir nicht gegeben. Weg. Weg damit. Gut. So, dann komm mal hier hin. Oh, jetzt fühlt es sich wieder unwohl. Ach, da fühlt er sich glücklich bei dem miefenden Zeug da, ja? Liebe Marine. Ja, und da halte ich mal mit deinem Dad. Komm. Auch okay. Was machst du da? Programmieren üben? Das habe ich ihr nicht angeklickt. Komm, geh du mal runter. Ich will ein Foto, bevor ich es vergesse. Gehst du mal bitte... Ja, hier vor diesem leuchtenden Baum. Kommt doch bestimmt cool. Komm mal hier runter.
Da-da-da-da-da-da. Oder dahin. Geh mal dahin. So. Was steht denn da? Ist das ein Opfer? Oh, Maura Fries. Gut, dass du nicht alles weißt. Das hat sich ein bisschen gereimt. Hey. Sophie! Se oh. Du bist echt nicht hässlich. Du bist ehrlich nicht hässlich. Komm, geh mal so ein bisschen hier rüber. Yeah, jetzt nee, das leuchtet mir zu. Ja, so. So ist cool. Bist echt nicht hässlich. Da könnten die Mädels auf dich fliegen. So, dann gehe ich mal hoch aufhängen, ne? Ich hoffe, es ist ein Bild dabei, was in Ordnung ist. Passt da überhaupt noch ein Sinn? Nee, passt kein Sinn. Okay, dann muss ich die Reihe weiter unten. Okay. Normal. Das Gartenzwerg drauf. Okay, dann ist das hier wohl das Beste. Dann machen wir das dahin. Yay, Jason. Meine hübschen Kinder. Chris, Mila, Louis, Amy, Tessa, Amelia, Phoebe und Jason. Ich finde, der ist ganz hübsch geworden. Also wie gesagt, schreibt es mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Das macht ihr sauber. Ich dachte, gleich geht's dann... Voll ekelhaft. Komm, verkauft. Macht deine Hausaufgaben. Übrigens, ihr müsst alle Hausaufgaben machen. Faulen ihr denn schon wieder hier rum? Wie geht's nur eine Mom? Die schläft. Hallo? Wir warten aufs Kind. Ja gut, aber sonst geht's eigentlich ganz gut, ne? Jetzt legt sie sich aufs Sofa, klar. Könnte ich jetzt auch bei dieser ewig lauten Musik schlafen. Du sollst Hausaufgaben machen. Was machst du denn? Guckt hier blöd rum. Wo ist deine Schwester? Ah, oben. Okay. Apropos, das ist ja dann dein. Das kann man gleich mal beanspruchen. So, allein. So, jetzt sind wir schon 9. Von 100. 9 von 100 und das kurz vor der 50. Folge. Ich werde wahnsinnig. Das wird noch lang dauern. Dass sie da schlafen kann mit der Musik, könnte ich nicht. Bei mir ist echt nicht gerade leise. Komm, jetzt geh ins Bett. Kann das mir gar nicht mit anschauen. Ihr dann auch. Jetzt macht mal Hausaufgaben bitte fertig. Da, 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 da. Oha, du musst auch noch essen. Oh, weh. Da, da, da. Hä? Ich hab dich gerade gehört. Ach, da. Ich finde ihn nicht hässlich, ne? Ich finde ihn echt nicht hässlich. Oh, der Bart steht mir eigentlich echt genug gut. Die Hose passt an mich auch ganz gut. Und das Oberteil auch. Also ich kann mir nicht beklagen. Ja, bist du dann mal fertig hier? Ja gut, ihr seid alle noch nicht fertig. Stellt euch aber auch an. Oh, wie lang denn noch? Fragezeichen, Fragezeichen. Hallo, darf ich mal bitte ins Schlafzimmer? Danke. Oh. Schöne Träume, junge Frau. Ah!
Pancakes. Oder? Sind das Pancakes oder Pfannkuchen? Kann auch Pfannkuchen sein. Ich glaube, Pancakes sind kleiner. Gut, das war zu viel. Ja, das Schlafzimmer hier. Das kleine Babyzimmer ist immer so leer. Da muss jetzt echt mal wieder ein Baby rein. Kannst du deine Hausaufgaben bitte einstecken? Schaut's hier aus? Ja, war klar. Leute! Hast du sie wenigstens eingesteckt? Oder warst du die wieder hingelegt? Warte, ich guck mal kurz nach. Ne, du hast sie eingesteckt. Du bist ein braves Mädchen. Das musste ich mal verkaufen. Was ist das denn? Die Wehen haben eingesetzt! Die Wehen haben eingesetzt! Yes! Oh, nein, yes! Yes, 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 yes. Ach, du musst schon wieder auf die Toilette. Jetzt geh nochmal erst auf die Toilette. Ja, die Wehen haben eingesetzt. Bei wie vielen Minuten sind wir denn? Na. 16 Minuten. Dann, nee, so. Baby bekommen. Oh. Oh, das irritiert mich immer, dass diese Musik zweimal kommt. Oh, wow. Oh. Klingt so schon wieder Weihnachtsmann in weiblich. Ohohoho. Ein Mädchen? Es ist ein Mädchen. Wie nennen wir dieses Mädchen? Oh Gott, damit muss man ganz kurz. Ich muss mal ganz, ganz kurz, weil ich ja immer so unvorbereitet bin. Schauen wir mal kurz. Hallo, Handy, funktionier bitte. Was wir hier noch für Namensvorschläge haben. So. Lucy. Lucy. Lucy nehmen wir gleich mal. Lucy. Lucy Black. Klingt doch gut. So, Lucy Black. Ja, weiter. Oh! Ah, mein schwarzes Baby. Oh mein Gott. Oh, wir haben ein schwarzes Baby. Oh mein Gott. Wie geil ist das denn? Oh, du bist so hübsch. Geh da mal bitte gleich ins Bett. Lass mal deine Tochter. Oh mein Gott, ich feiere das gerade mega hart. Was ist schön. Hallo Lucy. Wie gut, dass ich dich nicht Helena oder so genannt habe. Das würde gar nicht passen. Ah, cool. Ohne Scheiß. Ich habe noch nie ein schwarzes Baby gehabt. Also soll jetzt nicht irgendwie doof klingen, aber... Oh nein, es schreit. Aufstehen. Und Brust nehmen. Hüpfen. Hab es lieb. Hab es lieb. Ach, hab es lieb. Hey, wie das klingt eigentlich, ne? Oh. Voll schön. Seh nix. Ey, yo, ey. Oh, ich freue mich so mega hart. Passt zu unserem Familiennamen, Black. Black Baby! Oh, ich freue mich wirklich so sehr. Warum schreist du denn jetzt wieder? Was ist los, Schatzi? Oh, schmutzige Windel, ja, machen wir auch noch. Ja, ja. Oh, Süße.
Podcast. So, jetzt gehen wir mal wieder ins Bett, damit ich mich hier verabschieden kann. So, leg dich, stolze Mama. Donnerstag, 5 Uhr, oh Gott. Ich muss mir schon wieder aufstehen, ich mach mal kurz Stopp. Und verabschiede mich mit einer ganz besonderen Folge. Ja, wir haben morgen eine ganz, ganz besondere Folge. Und damit werden wir dann auch gleich anfangen, denn es ist die 50. Und wir werden da Jazz umstylen. Hat ja alles noch gerade so geklappt. Puh. Also dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss.